Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's The Division. Wir gehen in den Madison Square Garden, in das Feldlazarett, was hier aufgebaut worden ist. Denn da brauchen wir unsere Ärzte. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Ja. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Die 20 Meter bis zur Operationsbasis, oder was, Jungs? Ihr könnt ruhig mitkommen. Feiglinge. Müssen wir wieder alles handeln? So. Also, da kommt einer. Da kommen welche. Zack, 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 zack. Komm her. Ah, er hätte treffen können. Ich muss besser ziehen. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Hä? Wo ist denn einer? Gut, dass Sie aufgetaucht sind. Ach, der hat dich mal mitgeschossen. Was ist mit dem nicht richtig? Das hätten wir ohne Sie nicht geschafft. Ja, okay. Vielleicht schon. Ich finde den Soundtrack von dem Spiel gut. Ich will nur schnell ein bisschen rumgucken. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Kisten oder sonstiges. Aber hier, schau da. Ich wollte gerade sagen, Wasser, sehr gut. So, wir müssen da hoch, hat er gesagt. Vor allem mit dem Sicherheitssystem verbinden. Das machen wir, nachdem wir hier uns umgeguckt haben. Das ist zwar nicht viel, weil da liegen viele Taschen. Rucksäcke, medizinisches Material. Die haben ja echt ein Feldlazarett reingeballert, gell? Guckt euch das an. Ganz andere Dimension. Ja, das muss man dem Amerikaner 1, 2, 3, den Amerikaner ja lassen, gell? Wenn die was haben, dann kümmern die sich richtig. Ja, da können wir uns manchmal echt noch eine Scheibe von abschneiden. Weil wenn bei uns was ist, dann muss man erst wieder die Zuständigkeit prüfen. Okay, wir sind safe. Oh, guck mal, Post-its. F. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Mhm. Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Oh Mann. Da ist noch eine Tasche, gucke. Früh. So. Puh. Ja, die ist aber sehr gut geputzt. Ich habe diese Scheibe jetzt nicht gesehen. So. Links, rechts. Ist da hinten noch was? Immer erst in die gegengesetzte Richtung laufen. Nahrungsmittelkonserve. Können wir wieder jemanden geben, der es braucht? Einen Hilfsbedürftigen? Hey, was habe ich jetzt da vergessen? Okay. Der Punkt wollte nicht gleich mit. Ah, Munition. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Das sagt ihr immer so leicht, ne? Oh, es ist so cool gemacht. Ey, das Setting ist so geil. Ohne Witz. Guckt euch das an. Hier türmen sich die Verstorbenen. So. Ne, ich wollte dahin. Wäre ja langrechten Scan. Oh, es geht doch weiter, 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 weiter. Bei Bedrohungen. Ich will dahin, ich will dahin. Die sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Jawohl. Zack, zack, zack. Weitere Feinde entdeckt. Scheiße.
ein Granatenkönig. Das war Glück. Warnung! Weitere Feinde entdeckt! Autsch, autsch, autsch. Von wo kam der? Scan. Zeig dich, zeig dich. Na, ein Stück höher. Yes. Kendall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobe's. Okay. Eins nach dem anderen. Wir durchsuchen erstmal hier alle Räumlichkeiten. Vielleicht ist ja eventuell was Brauchbares da, was wir mitnehmen können. Wasser zum Beispiel. Da ist noch Munition. Sehr gut. Sieht aus wie so eine Intensivstation, ne? Schon gut. Ah, Munition auffüllen. Perfekt. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Mich da auch hoch, um da umzuschauen? Nee, da lässt er mich nicht hoch. Das müsste auf jeden Fall einen Bonus geben. Das heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Das ist ein... Okay. Selbst der Fahrstuhl kann nicht sicher sein. Kontaminierte Zone benötigt Filter 2. Der Weg zu Kobe's führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Geht nur da rein, ja. Let's fetz, oder? Wer denn? Boah, die hätten uns von da oben ja richtig schön bekämpfen können. Aber haben sie nicht gemacht. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Ach, da ist sie doch. Feinde entdeckt.
Wo denn? Alex. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest. Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet. Ihr Zug, Agent. Wir sind hier echt die eierlegende Wollmilchsau. Kann das sein? Alter Geleck ist es hoch. Schaut euch das an. Nee. Das Dach sichern. Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Na toll, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Schöner Einzelfeuer. Na, in den Lauf schießen ist nicht so gut, ne? Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Kendall und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Kendall und sehen, was sie für uns tun kann. Das machen wir. Ja, voll gut. Ja, war nicht solide, ich weiß. Aber für mich ist es okay. Das passt. So, jetzt gehen wir wieder runter. So, die Doktorin wurde ja schon abgeholt anscheinend. Einführung, Primärattribute. Was haben wir denn da? Waffen, Ausdauer und Elektronik sind die drei Primärattribute eines Agent. Sie erhöhen jeweils Waffenschaden, Lebenspunkte und Fertigkeitsstärke. Primärattribute erhält man über angelegte Ausstattung. Suchen Sie Ausstattung mit den passenden Attributen, um Ihre Waffenschaden, Ihre Lebenspunkte und Ihre Fertigkeitsstärke zu erhöhen. Spezialisieren Sie sich auf ein Attribut, fahren Sie zweigleisig oder entscheiden Sie sich für eine ausgewogene Allrounder-Zusammenstellung. Okay,
Sie allein bestimmen ihren Spielstil. Ah, cool. Jetzt geht es erst los mit der Einführung. So. Und einmal öffnen, bitte. Läuft denn da für Musik? So. Und einmal raus. Danke für nichts, gell, Leute? Diese Grattler. Zack. So. Dann können wir doch mal gucken. In einem sicheren Bereich. Ich mache mal mein Gesicht kurz weg, weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt gleich eine Zwischensequenz kommt. Da drüben. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Eine sympathische Lady, sage ich nur. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht den falschen Knopf gedrückt habe. Denn ich mache jetzt erstmal hier Folgenende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und wir... Wir nutzen den Laptop in der nächsten Folge. Ciao, macht's es gut.